Moin oder was und einen wunderschönen. Heute befinden wir uns auf einer sehr wichtigen Mission und zwar wird heute der erste Test durchgeführt, ob man mit einem Knall von A nach B reisen kann. Wie man sieht, sind wir bestens bewaffnet für ein solches Unterfangen. Wir haben hier einen Bottich, der ist gefüllt mit einem explosiven Inhalt. Natürlich nicht mit Funkenflug, damit das Haus nicht abfackelt, aber die Lautstärke wird auf jeden Fall getoppt. Das heißt, diesmal werden auf jeden Fall mit Ansage die Ohren zugehalten. Jetzt aber nicht mehr lange drum rumschnacken und mal in die Badewanne setzen. Das Ding wurde kurzfristig umdisponiert aus Sorge um den, Ich scheiß mich ein, Alter. Ich meine, das ist ohne Funkenflug, aber es wird halt laut, weißt du? Ja komm, ne, was soll passieren? Stimmung oder was? Alter Lachs, Junge, Junge, Junge! Heidewitzka, das hat aber gesessen. Ob wir jetzt auf dem Mars oder Gott weiß wo gelandet sind, das werden wir gleich sehen, wenn wir die Tür öffnen, weil sonst sind wir ja, beziehungsweise bis jetzt sind wir ja noch in der Kammer drin, oder was? Anscheinend hat's geklappt. Was bist du? Wir befinden uns gerade an einem wunderschönen Rooftop und zwar von da oben vom Dach nach hier. Ich werde das Ganze jetzt erst einmal so springen und danach entscheiden, was man damit so machen kann. Ich habe allerdings nicht viel Zeit, weil ich später noch zu den Jungs muss, deswegen ein bisschen unter Zeitdruck gucken, was überhaupt abgeht. Ist schon ein Stückchen, das Ding. Also ist auf jeden Fall schon weit, aber flippen sollte man ihn auf jeden Fall können. Gut, jetzt nach dem ersten Sprung habe ich ein bisschen Zeitdruck bekommen, weil einer der Anwohner hier schon die ganze Zeit aus dem Fenster guckt. Ich weiß nicht, wie entspannt die hier drauf sind. Deswegen ziehe ich mir den Pulli aus, flippe den schnell und dann zische ich hier ab, damit das auch ohne Stress mit der Polente heute über die Bühne geht und ich ganz entspannt noch zu den anderen kann. Die Divefall wäre noch sehr geil, aber jetzt auf jeden Fall nicht mehr, weil die Polente wird kommen. Und bevor die kommt, bin ich weg. Wir stehen hier gerade auf einer Wiese. Mit wir meine ich meinen Bruder und mich. Mir wurden auf Instagram mehrfach ein Reel zugeschickt, wo zwei Typen aneinander springen und in der Luft die Hand greifen und dann einfach gucken, was passiert. Jeremy hat sich freiwillig bereit erklärt, das mit mir zu machen. Ja, total freiwillig. Ich unterschreibe gleich noch die Formulare. Damit ihr wisst, worum es eigentlich geht. Und wir probieren das jetzt einfach auch mal. Damit wir wissen, wo wir die Hand greifen müssen, markiere ich uns einmal hier eine Linie auf dem Boden. Eine gerade, das sollte reichen als Markierung. Jeremy und ich testen einfach mal ein, zwei Durchgänge. Das wird richtig gut werden, ich sag euch das. Boah, da hat ja besser geklappt, als ich gedacht habe. Junge, war das geil. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Jetzt aber mal eine Zeitlupe. Was wir jetzt gemacht haben, einfach nur die Wiederholung war von dem, was in dem Reel passiert ist, haben wir einfach ein bisschen weiter gedacht und haben gedacht, was ist besser als eins? Na klar, zwei. Das machen wir jetzt mit beiden Händen. Und das sieht dann ungefähr so aus. Wird sowas von nicht klappen. Egal. Das ist das Ziel. Ja. Ja, okay. Der will mir erzählen, dass das schöne Schlappenbandchen ein Problem machen würde beim Festhalten. Das ist ja absoluter Nonsens. Ich habe das Armband jetzt ausgezogen und jetzt probieren wir das einfach mal aus. Die Chancen stehen wirklich schlecht, dass das absolut nicht lustig wird oder irgendwas. Wir haben uns 0,0 erwischt. Das war ja gerade nichts, deswegen machen wir das nochmal. Auf ein gutes Spiel. Ich hatte zumindest eine Hand, die andere habe ich geschliffen. Ich habe nicht beide festhalten können, aber eine hatte ich. Aber du hattest mich auch, nur ich hatte dich nicht. Ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Also solltet ihr ein Geschwisterkind zu Hause haben, ab auf die nächste Wiese und rein da. So, wir sind jetzt beim Fitnesskurs angekommen. Und zwar haben wir heute als Gast den Chrissy Doppel-Z dabei. Und einen großen Gymnastikball, einen kleinen 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 Gymnastikball. Insgesamt 6 Gymnastikbälle rein in die Madness! Ja, sehr!
werde jetzt versuchen, einmal rüber zu rennen und nicht zu rutschen. Mal schauen, was das gibt. Da mit dem Drüberlaufen hat souverän funktioniert, deswegen rennt jetzt einer von links und einer von rechts. In der Mitte treffen sich beide und machen dann... So unschlau, alles gut? Hab ich dich mit meinem Knie getroffen, Digga? Du hast mir, glaube ich, die Zehen gebrochen. Das war dumm. Das war krass dumm, Digga. Hello und Alarm! Was geht, meine Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mich in Schale geworfen und zwar haben wir gerade Karneval. Da tut aber nichts zur Sache. Hinter mir seht ihr schon die Hüpfburg. Die hat auch nichts mit der ganzen Nummer zu tun. Etwas mehr Stunt reinbringen. Ich habe meine Munition anscheinend verloren. Ist aber nicht schlimm. Wir haben Ersatzmaterialien dabei. Und zwar haben wir einmal hier Feuerzeuggas und passend dazu 10 einzelne Mülltüten, die werden wir jetzt mit Gas befüllen und dann ist die Aufgabe, 10 verschiedene Stunts damit auszuarbeiten. Vielleicht nehmen wir noch ein, zwei Hilfsmittel mit dazu, ansonsten wird es ein kreatives Abenteuer. Sicherheitsmaterialien. Und zwar haben wir dafür Folgendes parat gelegt. Wir haben hier einmal ein kleines Repertoire an Kleidungsstücken. Werde ich mir auch direkt einmal anlegen. Für euch wird das Ganze wahrscheinlich schneller gehen als für mich. Kleidung ist gewechselt, der Karnevalsbums wurde ausgezogen. Wir haben jetzt ganz normale Straßenkleidung an. Bisschen runtergekommen für den Fall, dass die ein bisschen Feuer fangen oder sonstiges. Aber mich beschützen sie alle Male. Damit mein Gesicht und meine Augen auch in Sicherheit sind, haben wir hier unten eine kleine Badeabteilung. Dazu natürlich ganz klassisch einmal die Taucherbrille. Setzt sie dir schön vorne auf die Rübe drauf. Zack. Augäpfel sicherer als alle andere auf dieser Welt. Und zu guter Letzt, für den Fall, dass die Sicherheitsstandards versagen und doch was vorkommen sollte, wir hier einmal einen Feuerlöscher und eine Flasche Wasser. Die sollten mir im Zweifel immer noch Beistand leisten. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Wir werden so oder so eine Menge Spaß haben. Und für diejenigen unter euch, die noch nicht verstanden haben, wie diese Gastüten-Stunts hier funktionieren, holen wir uns einmal den Herrn Pollex frisch aus Kiel dazu. Und zwar führt er euch einmal vor, wie das Grundkonzept dieser Stunts funktioniert. Oh, es ist arschkalt und Dwayne hat uns ein Tutorial gegeben, wie wir das ändern können. Und das probieren wir jetzt mal aus. Gut, das ist der Klassiker. Wir versuchen 10 verschiedene Variationen davon auszutüfteln. Und ich würde sagen, wir starten mit Variation 1. Ich habe mich jetzt in meinem Pilotenoutfit und in meinen Klebebandverpackung hier gehüllt und werde jetzt gegen diese Wand springen und ich schwöre bei Gott, ich bleib da so was von kleben wie eine Fliege am Fliegenfänger. Das wird ein Hit. Ab geht's. Nein, nochmal. Kannst doch nicht sein.
alles verf***t nochmal umsonst gewesen. Ich könnte ausrasten. Oh, nächstes Mal sparen wir Donny an Geld und kaufen dann einfach Klettverschlüsse. Verdammte Achse, ey. Das wäre echt schön gewesen, jetzt geklappt. Der Tag ist schon lang, es dämmert auch schon. Ich habe hier aber noch eine Kleinigkeit ausfindig gemacht. Und zwar von dem Container hier in die Schräge. Es hat den halben Tag geregnet. Also grundsätzlich sollte man rutschen. Ich schätze die Chancen aber als sehr unwahrscheinlich ein. Und damit dieser Part des Videos auch möglichst kurz bleibt, machen wir das jetzt instant einfach. Leck mich am Arsch. Das war erst Impact, dann Rutschen, dann Aua. Ich kann nicht in Worte fassen. Einfach nur geil hier. Alter, ich habe mir den Clip gerade angeguckt und dachte mir so, wie geil wäre der als Flip und wie viel wahrscheinlicher ist es, dass es noch mehr nicht funktioniert. Ziemlich wahrscheinlich, deswegen probieren wir auch das aus, weil ich bin ja ein Wissenschaftler, der auch die unüblichsten Thesen hier untersuchen möchte. Deswegen probieren wir da jetzt rein zu flippen. Den Slide habe ich null gekriegt. Oh, dafür einen Schlag in den Rücken, einen bösen Schlag in den Rücken. Der Busch ist echt böse gewesen, also ich sage es nur so. Der spießt auf. Auch diesen Clip habe ich mir nochmal angeguckt und ich würde sagen, ich probiere es noch einmal und wenn das da nicht klappt, dann war es das auch und dann gehe ich auch nach Hause. Also jetzt noch ein Versuch, vielleicht wird der ja besser. So auf dem Röhre. Oh, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich knall jedes Mal gegen so einen Ast. Gut, dass ich vorher gesagt habe, dass der letzte war, das ist er nämlich jetzt auch. Das tat einfach nur weh. Alter Seelachs, dass ich einen Dachboden hier habe, das hätte man mir auch mal früher sagen können. Hier ist nämlich Platz ohne Ende. Hier gucken wir jetzt, ob wir einen richtig geilen so viel Platz ist hier gerade doch nicht, aber hier ist Platz. Ob wir hier in dem Bereich so einen richtig geilen Spielplatz basteln können. Da habe ich einfach mal richtig Bock drauf. Wir holen jetzt das Trampolin aus dem Garten, beziehungsweise wir bauen das da unten ab und dann bauen wir das hier oben wieder auf. Das Trampolin haben wir jetzt schon mal oben. Das ist tatsächlich auch der geringere Aufwand gewesen. Das war jetzt so eine Stunde oder so, das Abbauen und das hier hochtragen. Aufbau kommt ja noch dazu. Aber was jetzt erstmal ansteht, ist den Boden hier sauber machen, weil es ist geistesenorm dreckig hier oben. Stecken wir das mal zusammen. Bis jetzt habe ich auch nur nach Augenmaß geguckt, ob das überhaupt passt. Also vielleicht habe ich hier einen riesen Flop vertappt, weil jetzt, wo ich den Rahmen so sehe, wird schon knapp auch. Wir machen auf jeden Fall gut Fortschritte. Fehlt nur noch das Netz, der Rand und einmal was unter die Füße, damit wir hier den Holzboden nicht so kaputt wichsen. Und dann werden wir herausfinden, ob sich das Ganze gelohnt hat oder eben nicht. Ich muss sagen, ich hatte echt Glück mit den Maßen. Das passt gerade so hier rein. Einmal einen Sack Sprungfeder. Einmal eine Sprungfederabdeckung. Einmal Poolmatten, damit hier nichts rutscht und nichts verkratzt. Und zu guter Letzt ein Sprungtuch. So wenig Platz hier zwischen. Kannst du den hier ausmalen? Alter Seelachs, jetzt steht hier oben auf dem Dachboden ein Trampolin. Viel Platz nach oben hat man tatsächlich nicht mit dem Springen, aber das ist auch halb so wild. Ob das Ganze irgendwie einen Sinn und Zweck hat, werden wir noch sehen. Mittlerweile sind ein, zwei Tage ins Land gestrichen und bis auf der Tatsache, dass hier oben jetzt alles komplett chaotisch ist, weil Jan und ich hier gestreamt haben für ihn auf Twitch, hat sich ja eigentlich nicht viel getan. Und ich habe mir überlegt, ich mache jetzt einfach mal eine Session hier und gucke, wie viel man hier Parcours, also fliptechnisch rausholen kann. Und danach gucken wir, was man hier noch stunttechnisch reißen kann. Aber jetzt erstmal rein in ein schönes Flip-Edit. Alter, die Tatsache, dass man bei jedem Sprunggefühl gegen die Decke kommt, macht das Ganze hier so unglaublich gruselig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber mal gucken, wann noch so geht. Ja. Boah, ist das gruselig, eine Kombo zu machen, Alter.
Mit der Flipstation sind wir soweit durch. Wir haben auch schon wieder einen neuen Tag. Ich habe in der Zwischenzeit mal auf Insta gefragt, was denn so möglich wäre es dann technisch. Und das meistgesehenste an Antworten von euch war Lego. Da habe ich mir gedacht, schnappe ich mir ein bisschen Lego Duplo und springe dann mal auf den Rücken mit nackten Oberkörper natürlich auf diese Lego-Steine und guck, ob das wirklich so schmerzhaft ist. Ach du Kacke, ich glaube, das ist mal so richtig böse. Dann erstmal einen sanften, ne? Erstmal ganz sanft jetzt hier. Boah, ey, alleine so eine Scheiße zu machen, ist ja mega unlustig. Das ist so eine Nummer, da muss jemand daneben sitzen, dabei sein, damit das Spaß macht. Aber allein ist das wirklich... Davon gebe ich nur noch einen und den maxen wir dann direkt aus. Du weißt ja auch nicht, wo es am Rücken zweckt. Da auf einmal zeckt das da, egal wo. Da kommt aus dem Nix, das siehst du vorher nicht. Das ist ein Überraschungseffekt. Komm. Mann. Komm jetzt. Und am besten stellt sich so ein Ding hier nicht hoch ran. Schön unter den Wirbel und dann aber mal den Bandscheibenvorfall heraufbeschwören. Gonna be down, you gotta be tough. When you get knocked down, you gotta get back up. Junge, da habe ich aber mal die aufgescheuchte Katze gespielt. Boah, kam dann unerwartet und nicht da, wo ich gedacht habe, wo es kommt. Ich habe eine Idee. Wartet. Oh. Oh, ist das dumm. Neue Nummer, neues Glück. Ihr seht schon, drei Gymnastikbälle, die habe ich mit Panzerband hier festgeklebt auf dem Trampolinnetz und werde dann jetzt auf dem Bauch einmal hochspringen und dann, also auf, und werde dann jetzt einmal hochspringen und auf dem Bauch auf diesen Bällen landen und einfach mal gucken, wo es mich hinwirft, weil Gymnastikbälle finde ich einfach spitze, egal wo du sie benutzt, es kommt immer was anderes bei raus. Ich liebe diese Dinger. Junge, 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 das war wild. Mir ist erst in der Luft wieder aufgefallen, dass da oben diese blöde Antenne ist, wo man gegenknallen könnte. Weiß nicht, ob ich den Bruder hier direkt schon erwähnt habe, aber der ist direkt am Trampolin ein bisschen wack. Die Bälle haben sich komplett gelöst und auch wenn ich nicht bis zum Maximum hochgesprungen bin, muss ich sagen, lohnt es sich nicht, das nochmal aufzubauen. Das ist viel zu viel Aufwand und auch viel zu viel Materialverschwendung. Wir gucken, was man einfach noch mit den Bällen machen kann. Da geht bestimmt noch ein bisschen was. Gut, spontan ist mir jetzt irgendwie noch die Idee gekommen, man könnte ja mal probieren, einfach mit Schwung gegen die Decke zu springen. Das ist grundsätzlich Folie, also zu viel Schwung sollte man nicht nehmen, damit die nicht reißt. Aber einfach mal nur so aus Gag. Doch mehr Power, oder was? Oh, ich sehe gerade das Lego aus dem Augenwinkel. Ich muss leider nochmal auf dem Rücken, weil ich habe mir den Clip gerade nochmal angeguckt und ich bin wirklich nicht hochgesprungen. Da kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen jetzt nochmal in die Lego-Madness hier rein. Mich hier oben an den Balken zu hängen und von dort auf den Rücken zu fallen, weil dann stehen die Chancen eigentlich sehr gut, dass ich nicht rummuschen kann und das einfach über mich ergehen lasse. Und so soll es auch sein. 3, 2, 1. Boah, bin ich gerade happy, dass ich mir die Idee mit den Heftzwecken habe ausreden lassen. Der hat echt gescheppert jetzt irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber der hat gescheppert irgendwie. Alter, nochmal zurück zum Anfang dieses Videos. Und zwar haben wir da so eine Astronautennummer gemacht. Die war echt nicht Alter, lustig oder irgendwas. Schubel, aber Jeremy hat sich so vor dem Zeug geekelt. Nein, ich hab's getrunken und auf einmal... Hier hat er hingereiert. Eigentlich sollte das Blut spucken, damit das alles lustiger wird. Hab ich eigentlich gespuckt? Du hast gar nichts gespuckt. Du hast das alles vorher auf den Boden gekotzt. Ja. Sorry. Das schmeckt so eklig, es ist auch so eklig kühl und dickflüssig, das ist so eine dumme Scheiße, ne, wirklich. Jetzt lass mich mit deinem Raumschiff weg. Ciao. Ciao. Guten Flug. Danke. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag bei Schlappen und hier irgendwann.